die größte Fachmesse für Süßwaren, Snacks und Hobbydiabetiker. Und ich war auch da, frei nach dem Motto, solange die Füße noch dran sind, auf zum Stand. Also ich stehe hier neben dem Lars und der Lars hat ein tolles Spiel. Das ist nämlich Bamboozled. Und das ist ein verrücktes Spiel. Du kannst hier unsere Bohnen kosten und es gibt eine gute und eine schlechte. Ja. Und vielleicht hast du Glück oder vielleicht hast du Pech. Wie schmeckt eine gute Bohne? Wonach schmeckt eine gute Bohne? Zum Beispiel nach Vanille oder nach Pfirsich. Und wonach schmeckt eine schlechte Bohne? Nach faulen Ei oder erbrochenen. Hier riecht sie jetzt schon muffig. Du hast nicht einen fahren lassen, sondern es kommt hierher? Nee, das kommt hierher. Okay. Ja. Ich nehme jetzt eine grüne und du nimmst eine grüne. Genau. Popel oder Birne? Ja. Popel oder Birne? Also ich habe Birne. Ich habe auch Birne. Ich habe Freunde von früher getroffen, als wir noch Impro gemacht haben. Man muss sagen, unsere Karrieren haben sich in ganz, ganz andere Richtungen entwickelt. Aber trotzdem nochmal geil, dass wir uns hier endlich wiedersehen, ne? Super cool. Okay. Was ist das? Peach oder Furz? Hm. Boah. Furz. Und wir sind jetzt bei Jan. Und er, ne, die besten Pralinen der gesamten Messe habt ihr hier, oder? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Was ist deine Lieblingspraline, die du mir mal anbieten würdest? Das ist die Advocat. Advocat? Super. Ja, da, was ist da drin? Eierlikör. 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 Was habt ihr denn noch für Alkohol? Baileys. Das heißt Baileys. Cool. Vodka. Lecker. Whisky. Mhm. Whisky ist auch cool. Ja? Gin. Mm-mm. Gin. Genau. Ja, das ist doch cool. Gin is very good. Amaretto. Amaretto ist Alkohol. Ich danach. Das ist Alkohol. Mhm. Baileys. Nach dem Baileys. Und Cointreau. Ich mache dir noch Baileys und Cointreau, nehme ich auch noch, bitte. Hier, komm noch mal, Jan. Prost, anstoßen. Toter Fisch? Sind wir jetzt toten Fisch? Ja, toten Fisch. Okay. Toten Fisch. Ich hab wieder Strawberry. Ich hab Vanille. Boah! Boah! Das ist widerlich. Das sind die schärfsten Chips auf der ganzen. Ach, sind gar nicht. These are no chips. Ah, these are the real. These are cheese curls as well. Yes. Das ist jetzt Käse mit der Reaper. Be careful after the second, you're gonna feel it. Okay, aber gute Lecker. Yep. Okay, aber eigentlich. Ich bin nix. Das sind die schärfsten. Tasty and hot. Do you feel it now? No. Und das ist jetzt, das ist welche Geschmacksrichtung? Das ist Schokolade mit weißer Cremefüllung. Alter, voll Banane, Augenblick, haben. Boah, das ist ja wie schwarze Materie. Das riecht ja, das riecht ja eine Tonne. Heißt ihr Hostess? Hostess ist eine sehr, sehr große Firma in den USA. Ihr sagt Hostess. Hostess, ja. Das andere wäre die Nutte. Die Hostess. Das ekeligste auf der Welt haben wir jetzt schon. Habt ihr noch irgendwas anderes total krasses? Ja, wir haben noch was richtig cooles. Was, die schärfste Bohne der Welt. Die schärfste Bohne der Welt. Müssen wir probieren. Ja. Hast du die da? Ja. Guck mal. Lass, die essen wir jetzt gleichzeitig. Die essen wir gleichzeitig. Ja, alles klar. Schärfste Bohne der Welt. 1, 2, hopp im Kopf. Das dauert ein Stück. Donnerknispel. Mhm. Weiter kauen. Scheiß die Wand an. Ei, ei, ei. Cooles Spiel. Also ich merke nichts. Also, mir läuft die Rotze raus, ey. Scheiß die Wand an. Siehst du den Schweiß auf der Stirn? Wahnsinn. Wesentlich besser als die Kotze. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das jemals zu einem Mann sage. Ich habe ein paar Kleinigkeiten fürs Team zusammengepackt. 2, 3 Süßigkeiten und ein bisschen Schokolade. Katharin hilft mir auch dabei, damit wirklich jeder Zentimeter dieses Körpers ausreichend genutzt ist. Das, nee, dann kann ich hier, ja, okay. Und das kommt hier an den Finger. Die Tüte an den, oder gib mir das hier. Ja, das ist super. Katharin, nee, nicht auf den Kopf haben. Hier, dazwischen. Ja, alles klar. Danke nochmal. Tschüss, zurück ins Studio.